Für manche ist sie immer noch die Größte. Aber Marlene war nicht die einzige Diva ihrer Zeit. Anders als die Hauptdarstellerin des Spielfilms Der blaue Engel sind viele Stars der goldenen 20er aber längst vergessen. Doch die verlorene, zauberhafte Welt der Varietés, der Gigolos und der Kaffeehäuser lebt jetzt wieder auf. In einer Ausstellung, die ab morgen in der Pasinger Fabrik in München zu sehen ist. An die Bar zum Krokodil, von den Comedian Harmonists besungen, wird erinnert mit Originalplakaten und Artefakten aus jener Zeit. Die Sammlung ist eine wahre Hommage, insbesondere an den berühmten Wiener Schmäh. Denn von dort kommt der Ausstellungsmacher. Robert Dax konnte es lange nicht fassen, dass sich keiner um die Kunst der 20er und 30er Jahre gekümmert hatte. Aus Ärger wurde er so zum Sammler. Die Schlager der 20er Jahre, das, was die Comedian Harmonists gesungen haben, was heute der Max Raabe singt, das ist nur die Spitze eines Eisbergs. Es sind insgesamt fast 10.000 solcher Schlager komponiert worden. Beim Abschied, leise Servus. Viele Publikumslieblinge mussten von Wien Abschied nehmen, weil ihnen die Zeitgenossen plötzlich die Gunst entzogen. Für alle Emigranten blieb der Bahnhof die letzte Erinnerung an die Heimat. Die jüdischen Künstler, die das geistige Wien der Zwischenkriegszeit geprägt haben, wurden vertrieben oder ins KZ deportiert oder begingen, wie der Kulturphilosoph Egon Friedell, Selbstmord. Ich will Sie an ihre Wurzeln erinnern, an die jüdisch-wienerischen Wurzeln, die Wien hat, die jeder von uns hat. Schicksale und Leidenswege jüdischer Künstler. Dax zeigt durch seine beeindruckend umfangreiche Sammlung den enormen Verlust für die Unterhaltungskultur. Unzählige Beispiele. Also ich würde mir wünschen, dass die Allgemeinbildung einen riesigen Schub noch bekommt und dass man auch durch diese Ausstellung angeregt wird, hier zu suchen und wie ein Tiefseetaucher einzutauchen in diese Welt, die durch die Nazis zerstört wurde. Ein kleines Leben.